Jetzt aber, komm. Schnell, bevor es wieder... blödes Vieh. So. Auf dich. Auf dir nehmen wir aber keinen Schaden. Wunderbar. Weißt du, warum? Nein! Na... Na toll. So. Hüpf und hüpf. Wunderbar. Das ging ja eben noch hier. Gut. Da oben war wieder der Squid, an dem wir nicht rankommen. Schade. Und... Aha! Seht ihr, was ich sehe? Seht ihr, was ich sehe? Moment, das oberste war auch ein Fisch, ne? Ja. Da ist noch so ein schönes Rad. Okay, hier ist anscheinend auch kaputt. Das heißt, das ist da runtergefallen. Das kann ich jetzt hier irgendwie runterschieben. Ey, Leute. Das geile, das Spiel ist gerade beim ersten Dungeon und hat jetzt schon so viele geile Ideen. Das ist, wow. Das gefällt mir. Es gefällt mir echt ziemlich geil. Gut. Es gefällt mir ziemlich geil, ja. Husch, husch. Husch, runter damit. Runter. Ich hoffe nur, ich krieg bald einen Speicherpunkt, denn ich bin schon wieder bei 20 Minuten und ich würde gerne nach 30 Minuten wieder einen Schnitt machen. Hüpf und hoch und... Ja, gut, das dauert jetzt natürlich ein bisschen, weil der Zopf hat nur eine gewisse... Okay, beziehungsweise der Pferdeschwanz hat nur eine gewisse Stärke. Dass ich überhaupt mit so einem Pferdeschwanz solche Steinräder kicken kann, verwundert mich. Aber egal, Fisch. Jawohl. Und ein weiterer Schlüssel. Wuhu. Ich glaube, wir hatten für jeden Schlüssel jetzt ein anderes Rätsel, oder? Nur zweimal solche... Ja, doch. Immer mit den Säulen, aber dann auch mal mehr Säulen und das Ding holen und... Es ist so ein geiles Spiel. Nein! Und auch nicht zu leicht. Das ist nicht zu schwer. Vor allem für den ersten Dungeon ist es nicht zu schwer. Es hat einen angenehmen Schwierigkeitsgrad, muss ich sagen. Hüpf. Das meiste passiert halt wegen meiner eigenen Dummheit oder Dämlichkeit. Und weil ich eben nicht geduldig genug bin, um abzuwarten. So, aber egal, wir kommen weiter. Mehr Vasen. Mehr Vasen. Sie geben mir kein einziges Herz. Und das sieht aber aus wie Bosskampf jetzt so. Drei Vasen, Leben auffüllen. Hey, da ist irgendwer. Moment. Oh, gib mir doch Herzen. Wer bist du? Hallo. Oh, hi. Thank you for freeing me. Once I was the guardian of this labyrinth, but a terrible creature imprisoned me here. For your kindness, I will teach you a magical dance you can use to foil evil. Watch closely. Okay, normal und... Affentanz, unten links. Okay. You can review the dance moves on your subscreen. Practice hard and never forget them. Okay, sie hat uns gerade gesagt, dass sie hier einst die Wächterin dieses Labyrinths war, aber eine böse Kreatur hat sie hier eingesperrt. Und ja, sie hat uns einen tollen Tanz beigebracht. I'm having trouble performing the dance. As the musical note lights up, input the first move of the dance. When it lights up again, input the next move and so on. If your rhythm is perfect, you will succeed. Okay, wie war das noch? Runter rechts. Das probiere ich doch mal gleich aus. So. Dumm, dumm, runter rechts. Wusch! Ich bin ein Affe! Hui! Hui, ich bin ein Affe! Huhu! Okay. Okay, dieses Spiel ist echt geil. Oh, ich kann klettern. Juhu! Das gefällt mir. Das ist so cool. Es ist so genial. Leute, ich kann hier alles hochklettern. Oh, es ist so... Moment, ich möchte... Ich kann wieder hier hoch. Ich möchte nochmal zurück. Oh, jetzt hätte ich... Moment, jetzt kann ich doch bestimmt dich hier einsammeln. Hallo. Juhu, du hast einen Warp-Skip gefunden. Wunderbar, wunderbar. Okay. Okay. Dieses Spiel ist genial. Oh, ich bin ein Affe. Hihi. So, jetzt kann ich... Wow, das war knapp. Hier hoch, denn hier in diesem Raum war ja auch noch da oben rechts so ein Areal, wo ich nicht hinkam. Boah, guck gleich mal an, wie schnell ich mich jetzt hier fortbewegen kann. Husch. Ah! Nein! Oh nein! Nein! Oh, ich bin so doof, Leute. Ich bin sowas von doof. Okay, ich kann mich so zurückverwandeln. Nein, ich möchte aber ein Affe sein. Wie war das noch? Rechts und dann... Nein, unten und rein rechts. So. Wuhu, ich kann mich verwandeln. Aber so kann ich aber nicht kämpfen. Okay, egal. Aber... Nee. Aber Leute, ich bin doof. Ich hätte die Vasen kaputt machen sollen. Anstatt hier... Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geh weg, geh weg. Ich muss mich erst in Shantae zurückverwandeln, sonst... Wow, du kannst sogar an der Wasserdecke entlang gehen.
Was bist du denn für ein Vieh? Aua, es hat... blödes Vieh. Stirb. Friss meinen Pferdeschwanz. Hüpf. So. Nein, nicht hüpf, sondern peitsch. Und nochmal peitsch. So. Ich möchte... peitsch. Ich möchte nochmal zurück dahin. Denn ich möchte es aufsammeln. Ich möchte als Affe rumlaufen. So. Runter und rechts. Juhu, ich bin ein Affe. Oh, das ist... oh, es ist so wunderschön. Es ist gerade einfach nur cool, was hier dieses Spiel mir bietet. Und jetzt kann ich hier auch besser hoch. Denn da oben ging es ja noch weiter. Oh, verdammt. Gehen wir dahin und... ja, du darfst jetzt deinen Elektroschock machen und dann gehe ich weiter. Moment. Erstmal... wusch. Jetzt möchte ich nämlich gucken, ob da was Schönes in den Vasen drin ist. Genau, da oben geht's weiter. Hüpf, so. Und tanzen. Runter und rechts. Uhu. Ha, okay, aber wenn ich da mal gucke, dann kann ich mich da vielleicht auch verwandeln. Okay, also da rechts sind anscheinend irgendwelche anderen Tänze und links sind Verwandlungstänze. Und das sieht aus wie ein Elefant, eine Spinne, ein Vogel und ein Herz. Kann ich mich dann in ein Herz verwandeln? Habe ich dann unendlich Leben? Uhu. So. Okay, okay, hier war ich vorher noch nicht. Alles klar. Aber nein, ich möchte trotzdem erst nochmal nach unten. Denn wahrscheinlich muss ich hier oben sowieso richtig lang. Und ich möchte doch gucken, was noch in den Vasen drin ist. Das war nämlich ziemlich doof von mir. Ich möchte mich wirklich alles erforschen. Genau wie in anderen Spielen. So, jetzt kann ich hier bestimmt auch... jawohl. Das... aua. Nein! Oh, nö. Oh, nö. Das heißt, ich darf hier wieder meinen blöden Muffin benutzen. Der letzte. So. So. Ja, du blödes Mistvieh. Du blödes Mistvieh. Ich weiß nicht, was ich gegen dich machen kann. Dann kann ich jetzt hier wieder den Tanz benutzen und zum Affen werden. Hat der Affe auch die Fähigkeit? Nein, der Affe verliert die Muffin-Fähigkeit. Schade. Schade, schade. Aber es ist so ein cooler Affe. Hihi, ich bin ein kleiner Affe. Moment, da oben. Was war hier oben nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ich klettere mal hier hoch, um es einfach auszuprobieren. Na toll. Moment, ich muss die Dinger hier doch irgendwie ein bisschen benutzen. Anscheinend, denn ich kann sonst die Plattform hier nicht richtig benutzen. Hüpf und hüpf. Oh, hüpf und hüpf hier hoch. Los, kletter. Nein, komm schon, Shantai. Kletter besser. Kletter wie ein kleiner Affe. Nein, da links wollte ich nicht hin. Nö, hier oben ist... aha, aha, ein Geheimnis. Okay, das ist cool, das ist cool. Ich entdecke lauter Geheimnisse. Es ist schön. Ich mag dieses Spiel. Das habe ich, glaube ich, gerade schon ein paar Mal gesagt, aber... wie gesagt, das Spiel ist komplett blind. Ich habe es vorher noch nie gespielt. Und nachdem ich am Anfang so ein wenig skeptisch war, nach den ersten paar Minuten... ah, jetzt ist alles wesentlich besser. Die Szene. Aber mit dem Affen scheine ich schneller zu sein. Aua. 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 Oh, ich spring natürlich voll rein. Hüble. So. Hüpf doch mal hier und hüpf. Nein, nicht in das Feuer. Hallo? Bleib doch nochmal hoch. So. So ist's brav, mein Äffchen. Hihi. Oh. Derweil kann ich hier auch mal gucken, ob es hier noch irgendwo hoch ging. Was mir vielleicht nützlich sein könnte. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Deswegen. Moment. Nein! Nein, 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 nein! Oh Gott, das war knapp. Ich wollte da nicht nochmal runter. Hä? Moment. Ach so, genau. Ja gut, dann weiß ich jetzt wieder, wo ich lang muss. Ich habe kein Leben mehr, merke ich gerade. Das ist nicht gut. Das heißt, wenn ich gleich sterbe, dann darf ich wieder von ganz vorne anfangen. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Ich habe... oh, ich war sowieso... oh, ich bin so... ich bin so ein Depp. Ah, wisst ihr was? Mir sind die Vasen jetzt sowas von egal. Ihr seht gerade hier nochmal Risky Boots. Aber ich meine, hat es den Vorteil, ich bin jetzt wieder draußen. Ich bin immer noch ein Affe, was unglaublich cool ist. Die Musik ist auch cool. Ah, hallo, hallo. Und auf jeden Fall bin ich jetzt wieder hier draußen und ich kann speichern. Yeah. Hallo, Shantai. Would you like to save a record of your travels? Any previous information will be forgotten, okay? Yes, please. So, dann kann ich jetzt hier speichern und ich sage mal, ciao, bis zum nächsten Mal.